wollten Weltmeister werden, aber das gelang nicht. Er war der Beste, der Größte, 1,97 Meter, der Schwerste, 136 Kilo. Außerdem ist er noch 27 Jahre jung. Und jetzt können Sie mal sehen, wie das wirkliche Verhältnis ist. Ja, ja, sehen Sie. Nicht, man kann sich hinter ihm verstecken. Zwei, drei Mann können sich hinter ihm, solche Schmächtige wie ich, durchaus umkleiden. Herr Müller, wenn Sie ein bisschen Platz nehmen. Gleich mal Sport und Show. Was ist Bodybuilding? Ist das nur so ein Getue, ein Muskelprotzerei oder ist das wirklich Sport? Ja, ich würde sagen, es ist in erster Linie wirklich Sport und auch eine gewisse Show. Aber wo ist sie heute nicht im Sport vorhanden? Wie oft müssen Sie denn trainieren? Daran kann man ja auch messen, wie schwer eine Sportart ist. Ich trainiere also jetzt zurzeit 6-mal die Woche, 3 Stunden so im Durchschnitt. Mhm. Und wenn es dann auf einen Wettkampf zugeht, in den letzten 3 Monaten dann bis zu 5, manchmal auch bis zu 6 Stunden pro Tag. Sie sind 1,97 Meter groß. Das Normalgewicht für einen solchen Großen würde ja so bei 90 oder 95 Kilo liegen. Warum haben Sie so viel draufgepackt und wie haben Sie das gemacht? Ja, ich muss da vielleicht mal ein bisschen ausholen. Ich war, wie gesagt, 7 Jahre lang Schwimmer, habe damals auch etwas Kugel und Diskus trainiert. Und dann erwachte in mir also der Ehrgeiz, einen, ich möchte mal sagen, einen fast vollkommenen Körper mir anzutrainieren. Mhm. Und ich wurde damals bei meiner ersten Platzierung Dritter und wurde dann später mal Bayerischer Meister, Deutscher Meister nach der Bundeswehrzeit. Mhm. Und dann entwickelte sich auch hier in Deutschland, wurde ein Verband tätig. Mhm. Und zwar der Verband der IFBB, das ist die Internationale Föderation of Bodybuilding, die es in 132 Ländern gibt. Und ich möchte noch dazu erwähnen, dass auch im Bodybuilding-Bereich es 4 Gewichtsklassen gibt. Einmal bis 70, bis 80, bis 90 Kilo. Und über 90 Kilo, das ist die Schwergewichtsklasse, der ich angehöre. Also wahrscheinlich lag das Problem ja daran, dass Sie zu dieser Länge die richtige Proportion machen mussten. Sie mussten also den langen Kerl auch ein bisschen breiter machen. Wie haben Sie denn nun diese Muskelgebirge sich herangezüchtet, herantrainiert? Ja, es ist wirklich ein hartes Herantrainieren. Und bei meiner Größe von 1,97, meine Gegner waren schon in der 90-Kilo-Klasse, wenn sie auch eine Größe von 1,76 oder 1,78 hatten und waren bei 100 Kilo oder 102 Kilo dann wesentlich proportionierter. Mhm. Es war einmal eine harte Trainingssache und ganz wichtig eine Ernährungssache. Ja, erklären Sie, was muss man oder was essen Sie, damit Sie nicht dick und fett werden, sondern muskulös werden? Also jetzt die Weihnachtsfeiertage habe ich also auch genauso wahrscheinlich wie unsere Zuschauer gesündigt. Und das Jahr über ernähre ich mich also überwiegend aus Fisch, Geflügel, Salate. Ich muss auch sagen, auch mal Rollladen sind dabei oder halt auch mal ein Gulasch. Extrem wird es eben halt vor einem Wettkampf. Das heißt also, in den letzten Wochen vor einem Wettkampf, wie Sie wahrscheinlich einen Bodybuilder erkennen, dass er dann sehr adrig und definiert ist, also sehr muskulös, so sieht man nicht das ganze Jahr über aus. Dann nimmt man also praktisch nochmal ab vor einem Wettkampf? Richtig. Das heißt also, meistens liege ich so über mein Gewicht. Ich hatte jetzt 127 Kilo beim Wettkampf. Ich wiege jetzt im Moment 135 Kilo, so einige Kilo drüber. Ich ernähre mich dann überwiegend von Fisch, Geflügel, Salaten. Aber natürlich braucht man auch, um das harte Training durchzustehen, Kohlenhydrate. Und da nehme ich dann halt Kartoffeln, Reis, Vollkornnudeln, die ich dann während des zweimaligen Trainings verbrauche. Das will ich jetzt ein bisschen sehen. Ein bisschen sollen Sie das andeuten, Herr Müller. Wenn man vom Essen allein so schöne Muskeln bekäme, dann wären wir ja alle super Figuren. Sie müssen aber trainieren. Vielleicht können Sie so ein paar Übungen zeigen, die für ganz bestimmte Muskeln besonders wichtig sind. Vielleicht fangen wir ruhig mal mit den Armen an. 30 Kilo. Zum Beispiel, das sind jetzt 30 Kilo, richtig. Und das ist jetzt eine Trizepsübung. Übrigens führt man von jeder Übung 4 Sätze aus oder 5 Sätze, wovon immer 8 bis 10 Wiederholungen ausgeführt werden sollten. Bodybuilding kann übrigens jeder betreiben. Ja. Ich sag mal vom 14. bis hin zum 70. Lebensjahr an. Wie alt war der älteste Teilnehmer in Tokio bei der Weltmeisterschaft? Nein, das war damals, möchte ich sagen, bei der Olympiawahl, die auch in diesem Jahr stattfand, bei den Provis. Er war 55 Jahre alt, Albert Beckles. Und das ist neben Golf eine Sportart, die man also bis ins hohe Alter betreiben kann. Dann werden wir sie noch, öfter, schon, dann werden wir sie noch öfter sehen. Noch eine andere Übung, was kann man noch machen? Ja, das ist dann einmal hier
eine Bizepsübung oder etwas für die Schultern. Das ist das Schöne beim Bodybuilding. Man kann also ganz gezielt einzelne Muskelgruppen trainieren. Das heißt also, wenn die Damen brauchen also keine Angst zu haben, dass sie riesige Muskelpakete da drauf laden. Wenn sie also meinen, sie hätten schon breite Schultern, dann können sie also ganz gezielt etwas für die Beinmuskulatur oder für die Brustmuskulatur machen. Wichtige Frage, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Welche Rolle spielen Mittelchen, Medikamente, Anabolika, wie es ja manchmal der Fall ist, um Gewicht zuzulegen? Ich glaube, das ist auch ein Problem in jedem Hochleistungsbereich. Und deshalb bin ich besonders auf meinen Titel stolz. Ich wurde also hier Weltmeister. Und das ist erstmals auch vom IOC anerkannt. Wir hatten also Dopingkontrollen, die der Dr. Donicke durchgeführt hat, der Bevollmächtigter ist des IOCs. Ja. Und die wurden also ganz konsequent da durchgeführt, in Japan, in Tokio. Und daran sieht man... Wollen Sie mit dieser Sportart mal olympisch werden? Laufen da Bestrebungen? Da sind Gespräche zugange und man kann also davon ausgehen, wenn der IOC schon sagt, ihr müsst jetzt Kontrollen einführen, die auch eingehalten werden. Wir haben zum Beispiel auch die Europameisterschaften am 1. und 2. Mai, die werden ausgeführt vom Verband der IFBB. Organisator ist der Präsident Albert Buzek. Wo und finden dort die statt? Gibt es auch Kontrollen und die finden im städtischen Saalbau in Essen statt, auch mit Unterstützung der Stadt Essen und da nochmal schönen Dank für. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen was, wir machen später noch ein bisschen weiter, wir wollen noch ein paar Informationen geben. Jetzt können wir noch mal ein paar Posen von Ihnen sehen, mit denen Sie ja Weltmeister wurden, da müssen Sie aber alles ausziehen. Wir schauen uns noch ein paar Posen an und nach dem nächsten Beitrag machen wir noch ein bisschen weiter. Alles klar. Ralf Möller in Aktion. Okay. Gibt es da auch Gefahren? Die Muskeln wachsen, aber was ist mit den Gelenken, mit den Sehnen? Wie wir es gerade hier beim Eiskunstlaufen gesehen haben oder beim Fußball, dort ist die Beanspruchung der Sehnen wesentlich extremer aus und gefährlicher. Mhm. Beim Bodybuilding baue ich ja langsam Muskulatur auf und die Übungen bzw. die Ausführungen sind nicht so reflexartig und von der Schnellkraft her beeinflusst. Haben wir eine Sorge von vielen Zuschauern beantwortet. Stichwort Fußball. Hallenfußballsaison hat begonnen in Bremen, in Frankfurt. In Frankfurt ein großes internationales Turnier. 6 Mannschaften aus 5 Ländern mit 40 Nationalspielern. Hier einige IFBB-Studios zu gehen, weil dort gewährleistet ist, aufgrund der Ausbildung der Trainer als auch der Studiobesitzer, dass sie dort richtig angeleitet werden. Und was haben Sie für Wünsche fürs nächste Jahr 87? Gesund erstmal zu bleiben, für mich, meine Familie, natürlich auch für die Zuschauer der ARD und natürlich mal Mr. Olympia zu werden. Drücke ich Ihnen die Daumen, hoffe, dass Sie es schaffen.